Etwa 120.000 niedersächsische Beschäftigte warten auf einen neuen Tarifvertrag für das Gastronomiegewerbe. Bereits im September einigten sich der Gaststättenverband DEHOGA und die Gewerkschaft NGG auf den Abschluss eines neuen Tarifvertrags. Nun habe die DEHOGA einen Rückzieher gemacht, kritisiert Thomas Domke von der NGG. Hallo. Schönen guten Tag. Herr Domke, bevor wir über den neuen Tarifvertrag sprechen, bitte berichten Sie uns, wie steht es um die Gastro in der Corona-Krise? Ja, die Situation ist natürlich denkbar schlecht, ne? Die Gastronomie ist eine der Branchen, die mit am meisten von den Maßnahmen betroffen sind. Aber gut, wir sind alle davon betroffen. Auch die Beschäftigten müssen mit den Umständen leben. Auch den Beschäftigten fehlt das Geld in der Tasche. In der Pandemie sind bereits 26.000 Fachkräfte aus der Gastronomie abgewandert, weil sie einfach keine verlässlichen Einkommen mehr in der Gastronomie erzielen. Insgesamt sieht es nicht gut aus in der Gastronomie. Ja, ob Corona oder nicht, die Gastronomie ist ohnehin ein hartes Brot. Der aktuelle Mindestlohn für eine erfahrene Fachkraft beträgt 12,91 €. Warum ist das so wenig? Gut, das liegt zum einen daran, dass die Arbeitgeber schon seit Jahren versuchen, die Löhne möglichst gering zu halten. Immer mit dem Argument, dass sich das sonst nicht rentiert. Dazu ist einfach zu sagen, ein Geschäftsmodell, das darauf basiert, dass ich meine Beschäftigten schlecht bezahlen muss, ist ganz offensichtlich ein schlechtes Geschäftsmodell. Die Arbeitgeber vergessen immer wieder, dass sie auch eine Verantwortung gegenüber ihren Beschäftigten haben. Und dazu zählt auch, dass sie ihnen Entgelte zahlen, mit denen sie sie nicht fast sicher in die Armut, in die Altersarmut schicken. Allein im ersten Corona-Jahr hat jede und jeder sechste Beschäftigte die Branche verlassen. Der Trend setzt sich derzeit fort. Was müsste außer höheren Löhnen geschehen, um die Kehrtwende zu schaffen? Also erstmal noch der Hinweis, der Fachkräftemangel und die Abwanderung. Die gab es schon vor Corona. Das hat sich jetzt nur noch beschleunigt. Neben besserer Bezahlung müssten auch die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Ja? Planbare Freizeit, vernünftigerer Umgang miteinander. In der Branche herrscht zum großen Teil immer noch ein rauer Umgangston. Dankbarkeit seitens der Arbeitgeber gegenüber den Beschäftigten gibt es so gut wie gar nicht. Es gibt viele softe Faktoren, die man ändern könnte, um das Ganze wieder etwas attraktiver zu gestalten. Wie gesagt, planbarere Freizeit, mehr Urlaub, einfach ein vernünftigerer Umgang miteinander. Das sind Sachen, die würden schon mal helfen. Aber das Wichtigste sind und bleiben die finanziellen Voraussetzungen. Und da kann es einfach nicht sein, dass wir jetzt weiterhin eine Mindestlohnbranche bleiben. Ja, jetzt im Januar hätte es ja schon einen neuen Tarifvertrag geben sollen. Die Verhandlungen mit der DEHOGA sind aber ins Stocken gekommen. Warum? Der DEHOGA war offensichtlich sehr überrascht von der Bundestagswahl. Sie hätten nicht damit gerechnet, dass die SPD gewinnt. Dadurch, dass die SPD gewonnen hat, wird jetzt hoffentlich im Sommer spätestens ein Mindestlohn von 12 Euro eingeführt. Damit fühlen sich die Arbeitgeber überfordert, weil das eine erhebliche Erhöhung im Einstiegslohn ist. Der liegt jetzt gerade bei 9,82 €, also der momentane Mindestlohn. Dann sind dann 12 Euro selbstverständlich ein ganz schöner Happen. Das ist aber auch selbstgemachtes Leid. Man hätte die letzten Jahrzehnte schon dafür sorgen können, dass die Gastronomie nicht nur eine Mindestlohnbranche ist und entsprechend wertschätzende und armutssichernde Löhne zahlen können. Ja, wie geht es jetzt weiter für Sie und die Beschäftigten in der Gastro? Die Beschäftigten in der Gastronomie müssen verstehen, dass die Arbeitgeber nichts machen werden, wozu sie nicht gezwungen werden. Und zwingen können wir sie nur, wenn sich möglichst viele Beschäftigte bei uns organisieren. Denn wir verhandeln die Tarifverträge und wir brauchen die Rückendeckung der Beschäftigten. Wenn wir die in ausreichender Form haben, dann können wir die Arbeitgeber auch mal ein bisschen unter Druck setzen, können die eine oder andere Aktion vielleicht mal gemeinsam mit den Beschäftigten machen. Und dann verstehen vielleicht auch die Arbeitgeber mal, dass sie Beschäftigten auch gut behandeln müssen. Ja, vielen Dank, Thomas Domke von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Sehr gerne, danke Ihnen.